Hallo und herzlich willkommen zu dem heutigen Video und das ist ein ganz besonderes Video, nämlich ein Pferdekauf. Ja, und der liebe Nighthoof begleitet mich hier zum Pferdekauf hin und ich kaufe mir natürlich ein Mustang. Ich nehme auch heute auf, an den Tag, wo die Mustangs rauskommen sind, auch wenn hier viele Leute sind, ich kaufe mir trotzdem ein. Ich nur von den beiden, verrate ich euch auch gleich, aber eins möchte ich davon auch kurz sagen, ich habe mir erst vor 2 Wochen ungefähr, 3 Wochen ungefähr einen Appaloosa gekauft, aber trotzdem, ich wollte unbedingt einen Mustang und mir gefällt am besten der Heckte. Deswegen hole ich mir auch diesen hier. Er kostet ein, ja, das habe ich im Update-Video schon vorgelesen alles. Ich sage noch mal hier das Stärke, Disziplin und Agilität 2, Geschwindigkeit und Ausdauer 0. Ab Level 7 kostet 969. Ja. Ich finde ihn einfach wunderschön. Ich habe auch schon so einen schönen Namen ausgesucht. Es wird männlich. Ich hoffe, wenn euch der Name zu weiblich war, kann ich ihn nochmal ändern. Dann schreibt aber auch Namensvorschläge in die Kommentare. Love. Es hört schon jetzt weiblich an, aber ich finde, der Schluss hört sich da nicht mehr so weiblich an. Also haben auch meine Eltern gesagt und alle Freunde, die ich gefragt habe bis jetzt, weil die sind erst neu rausgekommen. Ja, muss ich finden. Bei dem anderen C muss es dann sein, weil es war was mit C. Ja. Hier. Love Child. Wenn ihr mich jetzt fragt, was das genau heißt, ich bin mir gerade wieder unsicher. Ich habe es mal gegoogelt, also Kind der Liebe. Kind der Liebe, ja. Das heißt, Kind der Liebe heißt Love Child, weil Love heißt ja Liebe. Und Child heißt ja Kind. Und ich habe jetzt keinen Bock nach Hause zu reiten. Viel Glück mit deinem neuen Pferd. Ja, dann lassen wir uns auch abholen. Jetzt haben wir den lieben Love Child. Jetzt kann ich ihn mal eingeben. Ja, Child. Also Child heißt Child. Child. Ja, heißt Kind, also Kind der Liebe. Ja, ich habe heute nochmal über mir auf meinem Tablet geguckt. iPad, Tablet. Boah, keine Ahnung. Und es backt hier aber auch gerade so hart. Oh, ich freue mich so aufs neue Pferd, auch wenn wir erst eins hatten. Deswegen kommt erst spät im Dezember der nächste Pferdekauf. Oder sogar erst wieder im Januar anfangen. Aber dann... Und jetzt erstmal die ganzen Sachen von dem Lieben hier runterholen. Ja. Und ich freue mich auch so, dass wir einen neuen Mitbewohner hier im Stall haben. Ich weiß ja nicht, ob ihr ihn mögt. Schreibt auch mal in die Kommentare, ob ihr ihn süß findet, ob ihr den Namen okay findet, auf jeden Fall. Weil, wenn ihr den Namen nicht schön findet, dann kann ich ihn ändern, wirklich. Wirklich. Mann, dumme Katze. Bleibt doch hier, wenn ich hier hindrücke. Und ich werde mir auch bald, nächsten Monat, im Dezember, neue Frisur machen lassen. Steht hier. Oh mein Gott, einfach nur so putzig. Das mache ich auf jeden Fall schon mal auf, wenn ich jetzt noch nicht sehe. Oh mein Gott, du einfach so süß. Ich habe noch das drin. Oh mein Gott, so süß. Ich werde gucken, welches Tier kommt denn jetzt. Das war der Hase, die Katze. Jetzt kommt die schwarze noch, auch wenn ihr die Karte nicht seht. Ich gehe jetzt gerade mal kurz zum... Oh mein Gott, ich bin so froh. Jetzt sehe ich aber die Schleife nicht. Du musst schon umdrehen. Love Child. Wir haben jetzt sehr viele männliche Wesen hier im Stall bei mir. Ja, warte, vorne ist geschieht. Das kann man ja so gucken. Dieses schwarze Geburtstagszeug habe ich. Dann dieses hier. Dann noch das weiße. Und das. Ich hätte gerne so ein schwarzes. Aber das sind das schwarze. Ja, ich ziehe jetzt mal das drauf. Oh, wie niedlich. Dann Satteltechnik. Technik. Hätte ich den und diese Decke? Ja. Bin gerade bei der Decke unschlüssig, weil wenn ich... Ich habe hier noch eine Decke hier im Inventar. Ein Sattel hier. Hätte ich noch den Sattel. Finde ich ihn aber mit dem blauen schon süßer. Das passt jetzt nicht so zu ihm. Ich könnte auch... Habe ich einen gruseligen Halloween-Hut hier drin. Muss ich auch mal wegräumen.
Jetzt machen wir erstmal hier weiter bei den Gamaschen. Ob er überhaupt welche anbekommen soll. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Medaillen noch leider. Keine Medaillen. Entweder die hier wieder. Oh, sieht so zu weiblich aus. Viel zu weiblich. Jetzt mache ich wieder ein bisschen männlich. Jetzt mache ich wieder weiblich. Jetzt mache ich wieder weiblich. Oder sollst du doch weiblich werden? Love Child. Ich sag's das einfach in der nächsten Folge, die ich dann aufnehme. Oh, aber das sieht schon süß aus. Und dann wieder die rote hinten. Und ich wollte hier jetzt noch schnell. Ja, nee, das mache ich dann nachher jetzt einfach. Oh mein Gott. Einfach nur so putzig. Erstmal schnell echt blech, sag ich jetzt schon. Mal schnell den lieben. Die Pferde ein bisschen sortieren, ne? Ich mal gucke, da hinten steht ein... Ja, gut, ist perfekt. Ja. Dann zeige ich euch noch die Mähne. Die habe ich in dem Kaufvideo von dem Apalula vergessen zu zeigen. Boah, es buggt aber auch so gerade. Oh, so, etwas schnell. Die Zöpfe gefallen mir bei ihm nicht, wegen diesem... Hier, wegen dem Stück Weißen. Er müsste mal seinen Kopf hoch machen. Das sieht etwas komisch aus. Ich bin ja noch unschlüssig, ob es... Also die auf jeden Fall nicht. Die jetzt eigentlich auch nicht. Ich finde die hier sehr schön. Aber die hier auch. Es kommt drauf an, ob es männlich oder weiblich sein soll. Ich will mal überlegen, ob er so weiblich aussieht. Ich mache mir beim Schwanz die auch angucken. Da sieht die schon besser aus. Ich glaube, ich lasse diese hier. Viele haben dieses hier. Ich gehe jetzt mal hier auf die Wiese. Auch wenn es jetzt gerade ein bisschen buggt beim Reiten. Oh, Love Child. Leute, schreibt mir in die Kommentare, männlich oder weiblich. Weil da bin ich mir noch unschlüssig. Ich habe jetzt mal so gezählt für die Fälle, die ich alle haben will. Und dann habe ich bis jetzt ein weibliches mehr. Soll ich jetzt komisch an, weil ich so viele männliche bis jetzt habe. Kein weibliche, aber am Schluss kommen viele weibliche, ne? Deswegen schreibt mir bitte in die Kommentare dann. Und dann fange ich jetzt mal an mit den Gangarten. Das ist der liebe Schritt. Das ist jetzt wieder der Galopp. Ich bin ja zu schnell gewesen. Das ist der... Ich glaube, das ist der Trab oder Schritt? Ja, das ist der Trab. Dann das ist jetzt von hinten der... langsame Galopp. Das ist der schnelle Galopp von hinten oder von der Seite. Jetzt muss ich erstmal umdrehen, um weiterzukommen. Und das ist der Sprint von der Seite. Ich mache mal mit ihm springen. Erstmal von hinten so ein bisschen. Aber weiter unten, weil hier oben dann backt das. Ich kann mal über die Mauer springen. Hopp, 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 schnell. Von hinten. Sieht schon richtig süß aus. Und jetzt mal von der Seite probiere ich es. Oh, war trotzdem voll süß, oder? Ja. Und hier an dieser Stelle, ich mache noch einmal kurz zwei Sachen machen. Erstens. Ist das hier bei ihm? Bei ihr oder bei ihm. Und dann nochmal das da. Warte, ein bisschen weiter vorgehen. Hier sieht man es nicht so gut wegen der Schräge. Bisschen auf die Seite sind. So, so stehst du perfekt. Großer, große. So süß einfach nur. Und dann, ja. Love Child, männlich oder weiblich, schreibt bitte, bitte, bitte in die Kommentare. Und hier an dieser Stelle beende ich dann auch den Pferdekauf und die Samstagsfolge. Und dann sage ich bis zur nächsten Folge. Ciao.